mein Volk geht ja zu Ende. Also diese Phase, diese Form der Geschichte des Nomadentums wird früh oder spät zu Ende gehen. Denn die vierte Welt kann dem Druck der modernen Zeit nicht mehr standhalten. Vielleicht in 50 Jahren, vielleicht in 100 Jahren. Aber wir wollen wenigstens die Gehspuren eines Volkes hinterlassen. Endlose Weiten, hohe Berge und staubige Pisten empfangen den österreichischen Fotografen Gernot Gleiss und seine Assistentin Sherry Lee Topp aus Südafrika am Flugplatz in Ölgi, im äußersten Westen der Mongolei, nahe der Grenze zu China und Russland. So, los geht's. Gernot Gleiss ist auf dem Weg zum Volk der Tuwiner, um das Leben, die Sitten und Gebräuche dieser turkstämmigen Nomaden in seinen Fotografien festzuhalten. Die Weite der Landschaft ist wie ein Symbol für die Gleichförmigkeit und Langsamkeit des nomadischen Lebens, an dem Gernot Gleiss nun 3 Wochen lang teilhaben wird. Gemeinsam mit neuen Texten des Schriftstellers Galsan Chinak, dem obersten Schamanen und Stammesführer der Tuwiner, will er seine Bilder in einem Buch herausbringen. Galsan Chinak erwartet die Gäste aus Österreich bereits und hat einen Fahrer geschickt, der die beiden ins Herbstlager der Tuwiner bringen soll. Der hohe Altai diesseits und jenseits der mongolisch-russischen Grenze ist die angestammte Heimat der Tuwiner. In der autonomen Republik Tuwa, gleich hinter der Grenze, leben etwa 200.000. Auf mongolischer Seite sind es gerade noch an die 4.000 bis 5.000. Nach etwa 4 Stunden Fahrt ist die Jurte von Galsan Chinak erreicht. Der Stammesführer, der jedes Jahr 3 Monate bei seinem Volk lebt, begrüßt seine Gäste nach der langen, anstrengenden Reise. Ein halbes Jahr zuvor haben Gernot Gleiss und Galsan Chinak bei einem Treffen in Europa ihr gemeinsames Buchprojekt beschlossen. Mit Texten des tuwinischen Schriftstellers und Fotografien aus dem Alltag der Nomaden soll es zum Dokument eines Volkes werden, dessen Lebensraum bedroht ist und dessen traditionelle Lebensweise langsam schwindet. Ich freue mich ganz einfach sehr darüber, dass ihr gekommen seid. Zur Begrüßung gibt es gesalzenen Milchtee und Schafskäse. Galsan Chinak erklärt seinen Gästen, wie wichtig seine Arbeit als Schriftsteller ist, um auf die Anliegen seines Volkes aufmerksam zu machen. Die halbe Erde ist jetzt um mich herum. Ich habe so viele internationale Preise bekommen als Schriftsteller. 30 deutschsprachige Bücher. Es gibt Bücher in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Hebräisch, Japanisch, Koreanisch, überall in verschiedenen Sprachen. Es ist wunderbar, wie du schreibst. Du schreibst, denke ich, aber auch so, wie ein Mongole gut Deutsch schreibt. Du sprichst perfektes Deutsch. Das ist ein anderes Deutsch. Das ist so... So halt nomadisch. Aber jedes Land, jede Kultur erzieht einen, fällt mir gerade ein. Weißt du, die europäische Zivilisation hat mich erzogen. Hat mich fertig gebacken als Geistwesen.
Also hiesige Kultur hat mich fertiggebacken als Seelenwesen. Mein Geist ist europäisch, meine Seele ist nomadisch. Ja. Galsanchinak kennt die Steppe, die Flüsse, die sie durchziehen, die Berge und Schluchten des Hohen Altai, vor allem aber die Menschen, die hier leben, wie kein Zweiter. Er wurde hier geboren, als Irgit Chinook bei Oglu Churukuwa, im Winterlager 1944, als jüngster Sohn einer tuwinischen Schamanin. Seinen mongolischen Namen Galsanchinak hat er erst später angenommen, um in Leipzig Germanistik studieren und als Regierungsübersetzer in der DDR arbeiten zu können. Anfang der 1980er Jahre, nach seinem Studium, hat er schließlich begonnen, die Geschichte der Tuwiner in unzähligen Geschichten niederzuschreiben. Auf Deutsch. Es ist sehr schwierig, hier im Hohen Altai, im heutigen Hohen Altai zu wohnen. Hier sind auf engstem Raum drei Nationen und drei Religionen. Hier sind Mongolen mit ihrem Buddhismus, hier sind Kasachen mit ihrem Islam und wir Tuwa schließlich mit unserem Schamanentum. Und ich versuche auszugleichen. Und ich bin gegen jegliche Gewalt und ich sage Friede, Friede, Friede. Etwas mehr als 2,5 Millionen Menschen leben in der Mongolei, einem Land 4,5-mal so groß wie Deutschland. Die Tuwiner sind eine kleine Minderheit, deren nomadisierende Lebensweise bereits von den kommunistischen Machthabern in den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts bekämpft wurde. Viele Tuwiner haben damals ihre Heimat verlassen, um sich in der Hauptstadt Ulaanbaatar oder anderen Städten niederzulassen. In seinen Romanen, Erzählungen und Gedichten hat Galsanchinak das Leben und den Überlebenskampf seines Volkes festgehalten und ihm damit eine Stimme gegeben. Vor allem bin ich die Stimme des Volkes deswegen geworden, weil mein Volk keine Schrift hat. In der Geschichte nie eine Schrift gehabt hat. Und deshalb hatten wir keine Möglichkeit, von uns etwas hören zu lassen. Also seit ich Bücher schreibe und die in verschiedenen Ländern veröffentlicht werden, wird unsere Stimme überall gehört. Mit Sonnenaufgang beginnt der Tag bei den Nomaden. Alle, auch die Kinder, gehen ihrer Beschäftigung nach. Die Schaf- und Ziegenherden werden auf die Weideflächen getrieben. Und in den Jurten wird die frisch gemolkene Milch der Jagdkühe und Pferdestuten gleich weiterverarbeitet. Das Leben ist einfach und alles, was eine Familie besitzt, findet in der Jurte Platz. Also was wir besitzen, gehört allen. Wir sind keine besessenen Besitzer. Wir wollen mit so wenig wie nur möglich auskommen. Da sind wir stolz, dass wir wenig besitzen und trotzdem zufrieden sind. Und wir sehen in der heutigen Stadt, die Menschen besitzen immer mehr, immer mehr, immer mehr, aber die werden in der Seele immer hungriger, hungriger, hungriger und am Ende werden sie unglücklich. Das wichtigste Fortbewegungsmittel in der Steppe ist auch heute noch das Pferd. Galtai, Galsans jüngster Sohn, hat Gernot Gleis und Sherry Top eingeladen, mit ihm gemeinsam seinen Onkel Dondok zu besuchen, der seine Jurte etwa eine Reitstunde entfernt vom Herbstlager aufgeschlagen hat. Thank you.
Der Ritt lässt die beiden Gäste aus Europa ein wenig von der Ursprünglichkeit und Freiheit nomadischen Lebens in der Steppe erahnen. Mehrmals im Jahr verlegen die Turwiner ihre Lager, ziehen weiter, immer dorthin, wo es ausreichend Wasser und Gras für die Herden gibt. Und im Winter in die Berge, die Schutz bieten vor den eisigen Winterstürmen bei minus 40 Grad. Doch die traditionellen Weideplätze werden ihnen oft von Kasachen streitig gemacht, die vor etwa 100 Jahren als Flüchtlinge der russischen Oktoberrevolution aus dem Westen in die Region eingewandert sind und mittlerweile die Bevölkerungsmehrheit bilden. Die Begrüßung ist herzlich. Der alte Dondok und die anderen Familienmitglieder freuen sich über das Wiedersehen mit Galtay und die beiden Gäste aus Europa. Besucher sind bei den Turwinern stets willkommen. Und was sehr wichtig ist, die Gastfreundschaft. Also die Mongolei, seht ihr doch, ist nicht sehr freundlich vom Klima her. Innerhalb von 10, 12 Stunden können 2 Jahreszeiten geschehen. Also zum Mittag, Sommer, Hochsommer und gegen Abend in der Nacht, Frühwinter. Und unter diesen Bedingungen brauchen die Menschen die Gastfreundschaft. Gäste kommen und Leute gehen auf Wanderschaft. Und wenn ein Gast kommt, da fragt man nicht, wer er ist. Das Erste ist gleich, wird ein Tee gekocht und im äußersten Fall auch ein Hammel oder eine Ziege geschlachtet. Der Mensch, der Wanderer, muss gesättigt werden und er bekommt ein Nachtlager und der genießt alles mit. Für die Gäste gibt es Schafs- und Ziegenkäse, gesalzenen Milchtee mit Jagdbutter und vergorene Stutenmilch und gute Fotomotive. Dondok ist bekannt dafür, dass er ausgezeichnete Lederwaren, Peitschen, Zaumzeuge und Steigbügel für die Pferde herstellt. Und er ist ein geduldiger Lehrmeister, der sein Wissen und Können auch den Jüngeren weitergibt. Es ist Mitte September und auch wenn der